Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne zwei Looks mit einer Palette schminken und zwar geht es um die Catrice mit Maxime Giacomo Lidschattenpalette. Das ist dieses schöne Schätzchen. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Palette wird man kaufen können. Also die gibt es jetzt gerade zum aktuellen Zeitpunkt wieder. Diese Palette kann oder wird man kaufen. Die ist nämlich aktuell leider ausverkauft. Bei Catrice Online habe ich sie bestellt. Man kann sie aber auch bei Cosmetic for Less kaufen. Man kann sie bei Amazon kaufen. Sollte es zum Zeitpunkt der Videoveröffentlichung einen verfügbaren Link geben, sage ich jetzt mal, setze ich euch den unten in die Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Das ist eine Palette, die mit dem wundervollen YouTuber Maxime Giacomo zusammen kreiert wurde. Maxime ist eine Bank. Ich weiß nicht, ich finde den richtig gut. Der ist so dermaßen kreativ, der macht wundervolle Looks. Richtig toller Typ, wirklich, ne? Also schaut bei ihm vorbei, hier oben verlinke ich ihn mal in dem i, falls ihr ihn noch nicht kennen solltet, aber ihr kennt den Save schon. Es ist, ja, das vierte Produkt von ihm, was ich hier tatsächlich auch zeige. Es fing letztes Jahr an mit seiner Highlighter-Palette, dann ging es dieses Jahr weiter mit seiner Schwämmchen-Kollektion mit Luvia, genauso wie auch die Pinselreiniger-Seife, genau. Die habe ich auch in reger Verwendung und ich sehe neben mir meine dreckigen Pinsel und ich muss schon wieder waschen. Egal. Das hier ist jetzt das vierte Produkt von ihm. Da hat er mit Catrice zusammen eine Lidschattenpalette rausgebracht, die 14,99 € kostet und so geil aussieht. Und ich habe euch zwei Looks damit geschminkt. Zum einen den Look, den ich gerade auf meinen Lidern trage. Den werdet ihr dann auch noch von Namen sehen. Und einen eher blau, limettengrün, eher kälteren Look, sage ich mal. Und zuallererst blende ich euch jetzt aber mal die Swatches ein, denn vielen sind Swatches wichtig. Ich persönlich, mich interessiert es mehr, wie performen die dann auf dem Auge. Aber ich blende euch mal die Swatches ein. Oh ja, ich trage heute bauchfrei. Hier sehen wir dann die Swatches von den Lidschatten. Wir haben hier sowohl matte als auch schimmernde Farben. Wir haben Topper und wir haben sehr interessante Texturen. Das Ganze war jetzt etwas krümelig beim Swatchen auf dem Arm, um ehrlich zu sein. Da musste ich einmal drüber pusten. Aber ich finde, wenn man das so auf dem Arm sieht, dann kriegt man richtig Bock, die Farben zu verwenden, die Palette zu verwenden. Es sieht alles sehr, sehr intensiv aus. Also im Prinzip ist es von Reihe zu Reihe immer intensiver und am Ende haben wir halt richtig krass intensive Pigmentierung. Die Frage ist halt wirklich, ob das auf dem Auge auch genauso rüberkommt. Und hier nochmal von ganz nah. So nah. Noch näher geht nicht, dann falle ich um. Also ja, von den Swatches her sieht das wirklich alles sehr, sehr nice aus, sehr, sehr vielversprechend. Wie die Farben dann aber letztendlich auf den Augen wirken, ist meistens eine ganz andere Kiste. Deswegen lasst uns mal weiterspringen zu den Looks. Heute gehen wir auf einen Geburtstag und ich habe irgendwie Lust auf ein bisschen Farbe, um ehrlich zu sein. Ich starte mit Color Match, das ist dieser Ton, um meine Lidschattenbase, die ich mir eben aufgetragen habe, einfach mal ein bisschen zu setten. Dieses wunderschöne Subtle werde ich jetzt erstmal verwenden, um meine Lidfalte vorzubereiten und gebe ihn mir auch ganz vorsichtig in die Lidfalte rein. Der ist wirklich sehr subtil und das ist auch gut so, denn genau das ist der Sinn von dieser Farbe, die sie jetzt heute auf meinem Auge haben soll. Also butterzart, ne? Das lässt sich richtig schön auftragen, ausblenden und sie sieht sehr, sehr harmonisch aus. Es wird hier tatsächlich schon reichen, wenn ich mir einfach nur einen Schimmerton aufgebe und dann habe ich einen wirklich 1A-Alltagslook. Das ist eine ganz, ganz schöne Farbe. Jetzt möchte ich tatsächlich schon in die Vollen gehen und dafür nehme ich die Farbe Limone. Die Limone. Das ist so ein tolles Limonengrün tatsächlich. Also wahnsinnig schön. Die kommt in mein inneres Drittel. Holla, die Waldfee. Boah, ich liebe diese Farbe gerade. Das ist hammerschön, wie die schimmert. Das ist echt toll. Krass. Natürlich könnte man sich auch eine Cut Crease ziehen, aber das brauchst du gar nicht, weil das ist so
hammerschön pigmentiert. Da brauchst du keine Cut Crease für, das hält ja von ganz alleine. Und das ist jetzt nicht mit dem Finger aufgetragen, sondern ganz normal mit dem Pinsel. Ich bin begeistert. Wie sollte es anders sein? Natürlich möchte ich auf meinem weiteren beweglichen Lid Bocco di Agua. Das ist dieses hammerschöne Schimmertürkis. Ist das eine tolle Farbe. Oh mein Gott, ist das schön. Die ist von der Textur samtiger und die hat nicht so diesen groben Glitzer, sondern die ist viel, viel feiner. Aber super schön. Krass, oder? Ich mag das ja voll, ne? Also dieses Türkis und dann diese Farbabstufung und das schimmert auch so schön, das leuchtet richtig, finde ich echt schön. Um die Übergänge etwas softer zu gestalten, gehe ich wieder in das Limone rein und ziehe mir das auch so ein bisschen über die Mitte. Das verfärbt sich dann so ein bisschen mehr ins Grünliche, was total schön ist, weil dieses Blau und das Limonengrün zusammen wird dann halt ein schönes Apfelgrün. Ich bin einfach hin und weg. Ich bin baff. Ich finde es mega schön. Krass. Nach außen hin gehe ich mit einem Blendepinsel wieder in die Farbe Livestream. Das ist ein schönes, mattes Royalblau. Das klopfe ich jetzt auch vorsichtig ab, weil ich das hier außen nur so ein ganz kleines bisschen theoretisch haben möchte. Ja, wow. Das ist sehr pigmentiert. Einfach so ein bisschen als Verdunklung, ne? Den Blendepinsel mache ich am Handtuch neben mir etwas sauber und gehe dann nochmal in die Farbe Subtle, die wir eben schon in die Lidfalte gegeben haben. Und gehe hier nochmal vorsichtig durch die Lidfalte durch, um etwas mehr Kontrast zu schaffen und etwas mehr Tiefe. Den Ton High Friends, diesen wunderschönen Champagner-Schimmerton, gebe ich mir mit diesem Pinsel, den habe ich jetzt gerade auch am Handtuch ein bisschen sauber gemacht, einmal in meinen Innenwinkel. Oh ja, High Friends. Der darf auch ein bisschen mit in den Limonenton einfließen, damit da auch die Übergänge etwas fließender sind. Gefällt mir. Und den gebe ich mir auch noch vorsichtig, aber wirklich sehr vorsichtig, unter die Augenbraue. Ja, das hebt die Augenbraue nämlich nochmal vorsichtig ein bisschen an. Schön. Das ging jetzt super einfach. Also ich filme jetzt seit 11 Minuten, ne? Das ist ruckizuck hier gerade gegangen. Auch den Pinsel mache ich mir jetzt am Handtuch nochmal ein bisschen sauber und traue ich mich. Wir sind schon sehr bunt, deswegen bleiben wir auch sehr bunt. Ich versuche jetzt einfach mal die Farbe Slay aufzugeben. Und zwar am unteren Wimpernkranz. Die ist nämlich sehr, sehr intensiv. Das ist bunt, ne? Aber es ist schön. Nach außen hin möchte ich mir aber gerne meinen unteren Wimpernkranz etwas verdunkeln. Und das mache ich mit der Farbe Story Openings. Ganz, ganz nah an dem Wimpernkranz aufgetragen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Mag ich leiden, definitiv, muss ich sagen. Es ist so bunt, aber ich finde es so cool, ne? Dieses extrem ausgefallene, super bunte, super intensive, zu diesem sehr dezenten Outfit, was ich anhabe, mag ich gerne. Oh. Ich möchte mir jetzt aber auch noch so ein bisschen Schimmer an den unteren Wimpernkranz geben. Ich muss mal gucken, wahrscheinlich eher so im inneren Drittel, ne? Und dann nehme ich den Ton Günzmaus auf. Der sieht auch richtig schön aus. Ich mag ja solche schimmernd orangenen Töne richtig, richtig gerne. Kommt jetzt auf den Pinsel. Ja doch, man muss ein bisschen doller reingehen. Ein bisschen was drauf. Ei, was schön. Ei, was schön. Doch, das gefällt mir jetzt, ne? Da haben wir so einen kleinen Farbverlauf, auch am unteren Wimpernkranz. Ich betone den ja nicht so intensiv, beziehungsweise ich gehe ja nicht so tief runter. Ich mag das, wenn ich wirklich ganz, ganz nah an meinem unteren Wimpernkranz bleibe. Also wirklich, ne? Nicht so sehr verblenden, wie ich das oben mache. Und ja, das ist dann quasi der Lidschattenlook. Und dann kommt jetzt noch ein Eyeliner drauf und Mascara. Und dann seht ihr das in komplett.
Ja, und so sieht das Ganze dann mit Eyeliner und Mascara aus und mit Schmuck und mit Lipgloss drauf. Also die Mascara, die ich verwendet habe, ist einfach von Bare Minerals die Lashtopia Mascara. Das ist diese hier, hatte ich letztes Jahr im Bare Minerals Adventskalender. Und als Lipgloss habe ich diesen hier verwendet. Das müsste die Farbe Rebel sein. Genau. Ja, genau. So sieht dann der fertige Komplettlook aus. Und so auch nochmal von Weitem, also schlichtes Oberteil, knalliges Make-up, entspannter Silberschmuck, also so fühle ich mich wohl. Let's go zum Geburtstag. Heute habe ich Lust auf etwas Wärmeres und das heißt, ich werde mich dann wahrscheinlich mehr so in diesem Bereich hier aufhalten. Aber man kennt mich, ich werde auch darüber gehen irgendwie. Aber wir gucken mal, was ich da jetzt aufs Auge bringe. Mit Color Match werde ich jetzt meine Lidschattenbase einfach mal setten. Der ist dafür einfach perfekt. Sunkissed, diesen wunderschönen Rosaton, gebe ich mir jetzt direkt einfach mal in meine Lidfalte rein. Denn wir wollen ja heute wärmer werden. Da kommt das dann ganz gut, wenn man auch mit einem schönen Rosaton in der Lidfalte startet. Mit einem ganz, ganz präzisen Blendepinsel, das ist jetzt von Louisa Creshen, der Mini Crease Brush, nehme ich den Ton Story Openings auf. Das ist so ein richtig schönes Dunkelrot, fast schon braun, also so ein Rotbraun ist das eigentlich. Ja, den gebe ich mir einfach hier außen auf und blende den dann auch an meinem Knochen entlang in die Lidfalte. Und mit Sunkissed blende ich das einfach noch ein bisschen aus, weil ich finde den Ton ziemlich schwierig. Er wird relativ fleckig auf dem Auge, wenn ich das so sagen darf. Das ist jetzt sehr, sehr massiv geworden. Eigentlich wollte ich das gar nicht so intensiv haben. Aber ich habe halt echt verzweifelt versucht, diesen Ton weniger fleckig hinzubekommen, was mir eher schlecht als recht gelungen ist. Aber nach unten hin ist es mir relativ egal, weil da eine Cut Crease hinkommt. Aber ich wollte nach oben hin einen relativ schönen Blend hinbekommen. Ja, solche roten Farben sind schwierig, gerade bei mir, ne, da sieht es halt auch schnell krank aus. Positiv ist aber zu merken, dass ich da kein Fallout von bekommen habe oder so, weil rotes Fallout ist immer schwierig. Ja, es ist auf jeden Fall mal was anderes, ne? Dann ziehe ich mir jetzt einfach mal eine Cut Crease, dafür verwende ich einfach hier meinen Concealer von Belle Hypoallergenic. Richtig cool wäre es ja eigentlich, wenn ich mir auf die Cut Crease einen richtig schönen Schimmerton gebe und dann so außen oben vielleicht diesen limongrünen Ton aufgetragen bekomme. Da muss ich aber nochmal gucken, ob ich da nicht vielleicht noch eine extra Cut Crease ziehen muss. Oder ich trage mir den jetzt zuallererst auf. Ja, ich nehme jetzt zuallererst Limone, das ist dieser Ton hier. Und dann hoffen wir, dass es gut aussieht. Mal schauen. Fang dann außen an. Ich glaube, Tupfen funktioniert hier besser. Ich ziehe den jetzt auch nicht bis ganz in den Innenwinkel, da kommt nachher noch was. Das ist ein schöner Kontrast. Also es ist jetzt nicht unbedingt so ein ganz normaler Alltagslook, den ich hier jetzt mit dieser Palette schminke, ne? Sondern das ist einfach mal, was kann die Palette? Holen wir mal ein bisschen was aus der Palette raus und machen da einfach Spielerei. So, nach innen hin gebe ich mir einen helleren Ton. Da nehme ich jetzt einfach mal High Friends. Das ist dieser ganz, ganz helle Champagner-Schimmerton. Den finde ich auch wundervoll. Den Pinsel habe ich gerade im Handtuch neben mir etwas sauber gemacht. Den setze ich mir einfach mal so nach innen. Der krümelt. Aber der ist schön auf der Cut Crease. Wow. Auch den Ton tupfe ich eher und presse ihn auf die Cut Crease, als dass ich streichen würde. Einfach um das Maximale rauszuholen. Daneben möchte ich mir gerne den Ton Günzmaus geben. Das ist dieses schimmernde Orange. Ich auch wieder ordentlich mit diesem Pinsel rein. Und auch der wird aufgetupft. Vielleicht geht das mit dem Finger ein kleines bisschen einfacher, weil man dann ja auch mehr auf den Finger drauf bekommt. Ja, das geht zwar nicht so präzise, da müssen wir dann gleich noch etwas nachkorrigieren, aber es geht definitiv besser. Und das ist auch irgendwie so ein Duochrome. Der schimmert so gold, orange, extrem schön. Und hier nochmal High Friends an den Übergang, damit wir da halt etwas Softeres gestalten. Ja.
Ich habe zwar ein bisschen Angst, dass ich mir das Ganze jetzt ein bisschen zu dunkel gestalte, wenn ich mir hier nach außen hin auch einen dunklen Ton gebe, aber wir probieren es einfach mal mit der Farbe Coins. Das ist dieser Ton und das ist so ein Gold-Kupfer, wirklich, wirklich schöner Ton. Ich habe aber, wie gesagt, einfach ein bisschen Angst, dass ich jetzt hier zu dunkel werde, weil eigentlich ist es ja in der Cut Crease bei mir sehr schön hell. Mal gucken. Es geht auf jeden Fall, weil das ist jetzt ein schöner Übergang zu dem Günzmaus und zu der Limone, weil die halt auch so ein irgendwas Goldenes mit drin haben. Deswegen ist es cool. Ich muss ein kleines bisschen Fallout wegmachen, aber das ist nicht schlimm. Ne? Das ist halt, wenn man solche krassen Töne aufträgt mit einem Pinsel, dann kann das nur mal krümmeln. Ne? Das ist nicht schlimm, finde ich. So, hier haben wir dann jetzt einmal den Look auf dem Auge drauf. Jetzt muss ich nur noch gucken, was ich am unteren Wimpernkranz mache. Ich bin erstmal mutig und nehme mir wieder mit diesem etwas fester gebundenen Blendepinsel den Farbton Slay auf. Das ist ein matter Ton, der leuchtet einfach. Wenn du in die Palette reinguckst, leuchtet er dich direkt an. Den habe ich jetzt auf dem Pinsel drauf und gebe ihn mir an den unteren Wimpernkranz. Es kann halt schlecht schnell aussehen, als hättest du jetzt irgendwie geweint oder so. Ich werde auch öfters gefragt, wenn ich Look-Schminke, wo ich halt auch am unteren Wimpernkranz was Rotes drauf mache, ob es mir nicht gut geht, ob ich geweint hätte. Ne, das sieht dann halt gerne mal so aus, aber es passt jetzt einfach mal zum oberen Augenlook, finde ich, von der Farbe her. Ich nehme jetzt den Pinsel, wo ich meine Cut Crease mitgezogen habe. Der ist noch ein bisschen feucht, da ist noch ein bisschen Concealer dran. Und dann gehe ich in diesen Topper Shade, I Love It. Also, ne, das ist so ein Lila, den kannst du nicht solo auftragen, wenn man den fast nicht sieht. Und den gebe ich mir jetzt tatsächlich hier nochmal so ein bisschen direkt am Wimpernkranz drüber. Ich gehe da auch nur so mit der Spitze in die Farbe rein und mache die Spitze dann entsprechend voll und dann an den Wimpernkranz. Da sieht man leider nicht so viel von, ne? Ich meine, der ist ja auch eher so damit oder so gedacht, dass du dir das dann auf deinen Lidschatten mit dem Finger aufträgst zum Beispiel. Auf einen matten Lidschatten, also in einer größeren Fläche. Aber ich wollte es einfach mal versuchen. Und ich ziehe den jetzt auch mal vorsichtig hier so mit drauf, um so eine kleine Verbindung zu haben. Weil hier habe ich extra bei der Cut Crease so ein bisschen was freigelassen, dass ich dann nicht mit dem Coins drüber gegangen bin. Weil ich mir gedacht habe, dass man damit noch so ein bisschen das Auge liften kann oder so. So die Intention dahinter. Und es sieht gar nicht so verkehrt aus, ne? Hier habe ich ein bisschen übermalt, aber das kann ich mit dem Finger so ein bisschen wegmachen. Das sieht schon cool aus. So, das sieht irgendwie nice aus. Ich setze mir jetzt noch ein Inner Corner Highlight und ein Augenbrauen Highlight mit Hi Friends. Ich würde bei dem Look tatsächlich jetzt auch auf den Eyeliner verzichten, weil ich habe hier genug Liner drin. Es ist grafisch genug, da brauche ich jetzt nicht nochmal irgendwie was Schwarzes oder so. Vielleicht so ein ganz kleines bisschen zur Wimpernkranzverdichtung kann ich jetzt mal ausprobieren, dass ich den Farbton Shady nehme. Das ist dieser hier, ganz außen, und der ist halt auch sehr, sehr dunkel. Ich glaube, dass es auch ein richtiges Schwarz ist. Dann nehme ich auch wieder den Pinsel, den ich für vieles eben schon verwendet habe, klopfe ein bisschen ab und der kommt ganz zart und ohne Wing einfach ganz nah an den oberen Wimpernkranz dran, um das Ganze dichter wirken zu lassen. Also wirklich nur so viel und nicht mehr. Also mehr würde ich da auch wirklich nicht machen. Das gibt es jetzt auf der anderen Seite auch noch. Was gefällt dir besser? Mit oder ohne Wimpernkranzverdichtung? Schreib mir das gerne mal in die Kommentare. Ja, so sehe dann der komplette Augenlook aus, den ich eben auch schon am Anfang des Videos getragen habe und von nahem und ohne Mascara. Und jetzt kommt natürlich noch die Mascara drüber. Es ist doch immer wieder heftig, was Mascara ausmacht, oder? Ich finde es Wahnsinn. Also ich habe jetzt einfach von Bare Minerals hier die Lashtopia Mascara aufgetragen, weil die hier einfach gerade in meinem Schminkkörbchen, Schminkkit, wie auch immer, steht. Und ja, so sieht der Look dann entsprechend auch mit Mascara aus. Gefällt mir ganz gut. Ich werde es auch gleich auf Instagram posten. Und ja, das ist jetzt einmal der Look von Namen, den ihr eben am Anfang des Videos schon gesehen habt. Den werde ich heute auch bei einigen Adventskalender-Unboxings und Boxen-Unboxings tragen. Dementsprechend ist er euch vielleicht auch schon mal ein paar Mal öfter begegnet. Ja,
Ich finde, dass die Geschichte ziemlich, ziemlich bunt aussieht, aber irgendwie hat die was, oder? Mein Fazit zu der Palette, ich finde die richtig gut. Also du zahlst 14,99 € für sau viele Möglichkeiten an richtig coolen Make-up-Looks, muss ich wirklich sagen. Maxine, da hast du eine geile Geschichte mit Catrice zusammen gemacht. Hammer. Ich finde, wenn man sich die zuallererst anguckt, denkt man sich, sieht sehr, sehr bunt aus, was mache ich denn damit? Aber mir persönlich sind direkt zig Ideen gekommen und manche Ideen, wie die hier zum Beispiel, kommen dann ja auch im Laufe des Schminkprozesses einfach und dann hat man einfach Bock drauf und dann macht man das einfach, denn Make-up ist Kunst und Make-up soll Spaß machen. Ich finde die wirklich, wirklich toll. Ich finde die qualitativ auch fast komplett mega. Das, was mir nicht so gut... Was mir persönlich nicht so ultra gut gefallen hat, waren diese zwei Töne, Livestream und Story Openings. Die waren mir zu schwierig, die waren ein bisschen zu fleckig. Aber wenn man dann halt hier mit Cut Crease und Rampampam, dann sieht das auch gar nicht mehr so fleckig aus. Also das muss man ja wirklich sagen. Ja, damit kannst du halt einiges retten, ist immer so. Aber ansonsten, die Farben haben mir gut gefallen. Ich denke, man kann da auch richtig viele schnelle Looks mit schminken. Ich habe euch jetzt zwei gezeigt, die jetzt mehr oder weniger schnell waren, eher weniger als mehr. Aber du kannst dich da echt so dermaßen austoben. Und ja, ich merke einfach, dass es eine Herzenspalette von Maxim ist und deswegen werde ich sie auch mit Freuden weiter verwenden. Und das war jetzt tatsächlich mein Video. Und wenn es dir gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!